Die 5. Auflage der internationalen oberösterreichischen Invacare Paracycling Tour startet dieses Mal in Schwanenstadt mit einem Rundstreckenrennen. Insgesamt stehen 4 Etappen am Programm. Nach dem Rundstreckenrennen am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt geht es am Freitagvormittag ins Voralpenstadion Vöcklabruck, während am Abend der Salzburgring den Austragungsort der 3. Etappe bildet. Beim Einzelzeitfahren in Adnan Puchheim wird das einzige europäische Paracycling-Etappenrennen beschlossen. Die Athleten werden in Schwanenstadt mit strahlendem Sonnenschein begrüßt. Insgesamt haben sich 49 Fahrer in 14 Kategorien, die die unterschiedlichen Beeinträchtigungen widerspiegeln, angemeldet. Die Klassen MH1, MH3 und WH3 eröffnen auf einer Etappe über 16,5 Kilometer die Tour. Wolfgang Schattauer, der ehemalige Triathlet, hat 5-mal am Ironman Hawaii teilgenommen und ist nach einem Unfall während einer Trainingsfahrt querschnittgelähmt. Der Paralympics-Gewinner fährt die Strecke am schnellsten und kommt nach einer Fahrzeit von 31,35 ins Ziel. Ernst Bachmeier holt sich den Sieg in der Klasse MH1 und Elisabeth Ecker fährt in der Klasse WH3 eine Zeit von 39,29. Wie bereits in den letzten Jahren steht die Kategorie MH3 im Zeichen des Zweikampfs zwischen Walter Ablinger und dem Schweizer Heinz Frey. 2017 ging der Gesamtsieg an Heinz Frey. Ja, das ist eine Dauerrivalität, wo ich denke, dass der eine oder andere da noch versucht mit reinzuspielen und so. Aber das ist auch gut so, also um das wird es spannender und interessanter. Ich wünsche dem Walter ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß auch. Nicht so viele übermütige Aktionen und ja, wir kriegen das hin. Genau, es ist wieder ein Duell angesagt natürlich, aber ich glaube, heute wird es nicht nur ein Duell gegen Heinz sein, sondern auch, ja, der Pole ist stark, der Deutsche ist stark, die Österreicher haben da nicht so schlecht, weil sie die was hinten anklopfen. Ganz, ganz wichtig, dass man sich an der Führungsgruppe hält, sonst hat man da heute keine Chance. Die Klassen MH3 und WH4 starten gemeinsam auf die 32,65 Kilometer lange Distanz, welche nun über den Philipsberg mit insgesamt 18% Steigung führt. In der Klasse MH4 zählen Raphael Wilk und Thomas Frühwirth zu den Favoriten. Bereits nach einer Runde führt Walter Ablinger das Renngeschehen 18 Sekunden vor Heinz Frey an. Thomas Frühwirth und Raphael Wilk fahren bis kurz vor dem Ziel alle 5 Runden Rad an Rad. In der letzten Kurve macht Frühwirth aber leider einen entscheidenden Fehler und fällt zurück. Na, war ein super Rennen. Wir haben gleich bei der ersten Steigung richtig attackiert, waren dann zur 4. noch die ersten Runde, dann zu 3. in der 2. und dann ist nur mehr der Rafa und ich überblieben, der Raphael Wilk eben. Und ist super, ist noch um einiges leichter noch wie ich und ich habe mich nicht angebracht bei den Steigungen, ganz im Gegenteil, habe sogar ich attackieren können. Ich habe mich aber auch nicht angebracht und dadurch war es dann, ist auf den Zielsprint rausgelaufen. Da habe ich gedacht, ich komme ein bisschen von hinten und habe in der letzten Kurve ein bisschen zu riskiert und habe dann noch ein großes Kick gehabt, weil ich bin zwischen Verkehrstafel über den Gehsteig ins Schaufenster rein und dort eben so abgelenkt worden und zum Glück nichts Größeres passiert, nur ein bisschen der Ellbogen abgeschürft und ein paar Dings. Also, lässiges Training, super Rennen, war sehr hart und ideal gelaufen. Ja. In der Klasse H3 fährt Ablinger trotz eines Seitenbandeinrisses im Bereich des Mittelfingers die fast 33 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 56,22. Das entspricht einem Schnitt von 34,74 km/h. Heinz Frey kommt dann als Zweiter mit 14 Sekunden Rückstand ins Ziel. Svetlana Moschkowitsch soll in der Klasse WH4 auf der verkürzten Strecke starten, will aber unbedingt die lange Distanz über den Philipsberg fahren und schafft das auch in einer Zeit von 1:04:28.
Ich wollte schon ein paar Steigungen fahren und nicht diese einfachere Strecke fahren und mich schon ein bisschen an die Grenzen bringen und schauen, wie es geht. Und es ist eigentlich sehr gut gegangen, weil die steilen Anstiege liegen mir eher gut und da konnte ich gut mit den Männern mithalten. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Aber wirklich am Limit und das war gut so. Das ist ja so gedacht bei dem Rennen, am Limit zu gehen. Die weiteren Klassen fahren ihre Runden gemeinsam mit dem Bike for Fun 3-Stunden-Marathon für Hobbyfahrer. Und obwohl es zu regnen beginnt, werden auch in diesen Klassen beachtliche Leistungen gezeigt. So wie von Yvonne Marzinke in der Klasse WC2, sowie Martin Hutter und Dietmar Hintringer in der Klasse MC3. Bei den Dreirädern Klasse T2 dominiert Weltmeister Hans-Peter Durst vor Elias Wendlinger. Die zweite Etappe im Voralpenstadion Vöcklabruck entscheidet Heinz Frey für sich. Walter Ablinger hat aber immer noch 2 Sekunden Guthaben in der Gesamtwertung, bevor am Abend am Salzburgring zur dritten Etappe gestartet wird. Im Abstand von 1 und 2 Minuten gehen die Teilnehmer der einzelnen Kategorien auf die Strecke. Walter Ablinger und Heinz Frey treiben sich gegenseitig förmlich an und können fast mit Frühwirt und Wilk mithalten. Das Duell Frühwirt-Wilk gewinnt schlussendlich der Pole Raphael Wilk mit einer Zeit von 50,28, knapp vor Thomas Frühwirt und Felix Frohhofer aus der Schweiz. Innerhalb von 8 Runden haben die Sportler hier fast 34 Kilometer bewältigt. Nur 30 Sekunden dahinter sprinten Ablinger und Frey um den Etappensieg in der Klasse MH3. Das Duell setzt sich fort, diesmal gewinnt der Scherdinger knapp vor dem Schweizer. Ja, in der Früh war hart, wie gesagt, weil ich es nicht gewohnt bin, dass ich im Stadion eigentlich die Belastung, es war eine sehr einseitige Belastung, in ein Stadion die Runden zu fahren. Also da hat es gleich mal gezogen auf der linken Seite, am linken Bizeps, am linken Trizeps, es hat eigentlich richtig weh da mit der Zeit. Ja, und da, man merkt es einfach, dort ist der Heinz Frey aus der Schweiz einfach aufgewachsen, kann man sagen, in so einem Stadion. War früher zwar mit dem Rennröste, aber jetzt mit dem Bike, aber ja, ist es gewohnt und weiß genau, wo man Tempo macht. Also da hat man eigentlich einen Zahn gezogen vormittag, aber ich habe mich jetzt Nachmittag gut rehabilitieren können und eigentlich gut revanchieren können. Ja, es war hart, das Rennen da jetzt am Salzburgring, aber ja, wir haben uns gegenseitig abgewechselt und gegenseitig auch nichts geschenkt, immer wieder attackiert und der Schlüssel war freilich, dass wir so lange wie möglich mit der H4er-Klasse mitfahren können haben. So haben wir eigentlich einen Großteil von unseren Konkurrenten abschütteln können, mit einem hohen Tempo, mit einer hohen Trittfrequenz und ja, war anstrengend, aber schön. Und zum Schluss habe ich das Quäntchen Glück für mich noch gehabt und einen Zielsprint gegen Heinz Frey gewinnen können. Svetlana Moskovic fährt 6 Runden in einer Zeit von 46,18. Es war sehr spannend. Ich war sehr aufgeregt, mit den Männern starten zu dürfen und habe gedacht, oh, vielleicht kann ich noch dranbleiben. Aber es ging so schnell am Anfang und leider habe ich den Zug verpasst, aber konnte
trotzdem so gutes Tempo fahren und die Strecke ist einfach unglaublich und ich habe mich sehr gefreut, dass wir solche tolle Möglichkeiten haben, auf diese Rennstrecke in Salzburg starten zu dürfen und die voll für uns nutzen. Ja, es ist total ein Vergnügen für mich gewesen. Ja. Wolfgang Schattauer hat ebenfalls 6 Runden zu bewältigen und schafft das in 1 Stunde und 27 Sekunden. Elisabeth Ecker fährt eine Zeit von 1:10:03. Die in München geborene und in Mondsee wohnende Yvonne Marzinke fährt für das österreichische Nationalteam und bewältigt die 6 Runden auf der Salzburgring-Etappe in 49:53 mit einem Schnitt von 30,6 km/h. Martin Hutter, Klasse MC3, fährt einen Schnitt von 40,1 km/h und umrundet den Ring 8-mal in einer Zeit von 50:47. Die Dreiräder werden einmal mehr von Hans-Peter Durst angeführt. Er beendet nach 1:01:18 das Rennen, ebenfalls mit 8 Runden. Das Finale findet in Attnang-Puchheim statt. Hier haben alle Teilnehmer die gleiche Streckenlänge von 12,66 Kilometern zu bewältigen. Der Steirer Thomas Frühwirth sitzt seit 2004 nach einem Motorradunfall im Rollstuhl und beginnt 2008 mit dem Behindertensport. Der dreimalige Weltmeister im Paraduathlon hat 2014 das Race Across America in der Kategorie Handbike gewonnen und noch viele weitere Erfolge eingefahren. Hier beim Einzelzeitfahren schafft er die zweitbeste Gesamtzeit aller Starter mit 16:01:10. Die Tagesbestzeit fährt der Slowake Juraj Praga mit 15:13:51 ein. Das Duell Ablinger gegen Frey entscheidet Walter Ablinger mit einer Zeit von 16:57 für sich und macht sich damit auch ein großes Geschenk zu seinem 48. Geburtstag. Das Resümee, ja, in die 3 Tage waren 4 harte Einheiten, muss ich sagen, also wirklich 4 extrem starke Rennen, ja, aber super erfolgreich, also ich habe gerade großen und ganzen vom ersten Rennen bis zum letzten Rennen gut Druck machen können. Natürlich das nötige Glück ein bisschen auf meiner Seite, weil die Zeitbonifikation immer auf meiner Seite war, und aber auch ja, die Leistung gut abprüfen können, und ja, es hat Spaß gemacht. Und uns freut es natürlich, dass normale Radfahrer auch integriert worden haben. Also das ist Inklusion für uns Menschen mit Beeinträchtigung, dass wir bei solchen Rennen eben uns zeigen können, unsere Leistung zeigen können. Und ja, wir sind froh, dass es gibt, diese Plattform. Ich bin froh über meinen Sieg jetzt, dass ich die Gesamtwertung gewinnen können habe, weil ich weiß, dass der Heinz einfach ein sehr hohes Niveau hat und die Konkurrenz eben sehr stark ist. Der Schweizer Heinz Frey feierte im Jänner dieses Jahres seinen 60er, ist gelernter Vermessungszeichner und seit einem Unfall bei einem Berglauf im Jahr 1978 Rollstuhlfahrer. Er nimmt seit 1984 an den Paralympics teil und hat zahlreiche Medaillen errungen, darunter allein 15 goldene bei den Sommerspielen. Für die letzte Etappe der Paracycling-Tour benötigt er 17:41, das ist ein Rückstand von 43 Sekunden auf Ablinger. Ja, ich denke, der Walter war heute eine Klasse für sich, hat das wirklich gut nach Hause gefahren, war sicher optimal motiviert mit seinem Geburtstag heute. Und ja, man soll ja kleine Geschenke verteilen, um die Freundschaft zu erhalten. Aber nächstes Jahr? Ja, also gut, ich spüre natürlich auch die 11 Jahre Unterschied, die da sind im Alter. Da wird man nicht mehr immer besser und schneller. Aber ich werde mich bemühen. Ich habe nach wie vor sehr viel Freude, Spaß an diesem ganzen Zirkus hier. Und das macht Spaß, mit den Jungs da ein bisschen um die Wette zu rennen. Und wenn es leistungsmäßig immer noch so gut ausschaut und so, dann bin ich schon dabei und mit Freude dabei und motiviert, da noch ein bisschen draufzusetzen, ein bisschen die Karriere auszureizen.
Racer für Austrian Rider Michael Langer. Weniger, und da ist der Wolfgang Schattauer. Paralympicsieger aus Peking 23. Wolfgang Schattauer fährt die Strecke bei sommerlichen Temperaturen in einer Zeit von 22.03. Also ich war zum vierten Mal dabei und heuer, so wie in den letzten drei Jahren, leider alleine in meiner Klasse. Ich habe das als gutes Training genommen, habe es genossen, wenn ich volle freie Bahn habe. Und bin also vor allem das erste Rennen ganz voll gefahren in Franenstadt. Und die gestrigen Etappen aus hartes Training und heute habe ich da Vollgas gegeben. Ja. Und ja, somit habe ich die Führung in der Weltrangliste eingefahren. Bis zum Weltmeisterschaft könnte die Führung bleiben. Nach der WM wird sich das wahrscheinlich wieder ändern. 25 Minuten 18 Sekunden. Auch Martin Hutter und Yvonne Marzinke zeigten tolle Leistungen beim Kampf gegen die Uhr. War sehr anspruchsvoll heute. Ich fand es schwerer wie letztes Jahr, aber wahrscheinlich auch, weil ich ja gerade am Montag erst vom Weltcup zurückkam und die zwei Etappen davor hat man dann doch auch in den Beinen. Bin nicht ganz zufrieden mit der Zeit, aber ja, es ist kein Wunschkonzert und es geht nicht immer alles so auf, wie man es gerne möchte. Aber im Großen und Ganzen war es super Wetter, tolle Veranstaltung, hat gut gepasst auf jeden Fall. Und quasi vor der Haustür ist immer einmalig. Als letzte Gruppe sind die Dreiräder auf der Strecke und hier fährt natürlich wieder Weltmeister Hans-Peter Durst die beste Zeit. Mit einem Schnitt von 39,7 km/h fährt er die 12,6 Kilometer in 19.07.34. Ja, insgesamt die ganze Tour, wenn ich das Ergebnis heute richtig verstanden habe, habe ich alle drei Rennen gewonnen, dann darf ich mich natürlich nicht beschweren. Aber ich darf was Gutes sagen, also es war wieder wunderbar organisiert. Wir sind gerne über 1000 Kilometer angereist für diese drei Rennen. Es war wieder einfach tolle Stimmung auch insgesamt. Das machen die beiden Verantwortlichen hier richtig gut. Und ich komme auch gerne wieder im nächsten Jahr, wenn es sich zeitlich eben terminlich ausgeht. Elias Wendlinger liegt mit 19.12.26 weniger als 5 Sekunden dahinter. Wir haben wieder tolle Tage in der Paracycling Tour erleben dürfen mit Schwanenstadt, mit Adnang, mit Vöcklabruck und natürlich mit dem Salzburgring. Waren tolle Ereignisse. Die Sportler haben einen hervorragenden Kampf geliefert und es ist eine tolle Familie der Behindertensport. Die fünfte internationale Invacare oberösterreichische Paracycling-Tour hat wieder einmal mehr gezeigt, zu welchen Leistungen Menschen mit körperlichem Handicap in der Lage sind. Walter Meierhuber und sein Team bieten mit dieser Veranstaltung eine großartige Plattform für den Behindertensport.